uns wieder die Mühlerstand und wir befinden uns heute in Hamburg-Quickborn, das liegt bei Norderstedt. Und wir befinden uns jetzt bei Ruth Schmuck, das ist eine Meisterschnellerin und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ja, hallo. Hallo. Na, Ruth, hallo. Hallo. Ja, wir sind denn jetzt bei Ruth Schmuck, wie gesagt. Hallo Ruth. Hallo. Ja, wir sind jetzt in der Schneiderstube. Und zwar habe ich dann auch die Frage, seit wann nähst du denn jetzt schon überhaupt? Ich habe mit 13 ungefähr angefangen als Hobby und dann mit 17 mit der Lehre. Also es sind jetzt 30 Jahre. 30 Jahre, mhm. Schon sehr, sehr lange. Und wie kamst du jetzt mit 13 zu nähen? Also ich habe so erst, ja, das stimmt. Ich habe mit Stricken angefangen und habe so einen Pullover nach dem anderen und da dachte ich, nein, nähen wäre ja auch was Schönes. Und dann, ja. Das ging dann noch schneller als das Stricken und dann war das eigentlich recht schnell ein Hobby von mir. Ja, also so eigene Kleider nähen, das fand ich immer toll. Mit 13 habe ich ja wirklich draußen in einer das auch. In einer gemacht. Ja. Aber wie kamst du jetzt darauf, in einem Pullover zu stricken? Hast du irgendwas gesehen, wo du denkst, den hättest du gerne? War zu teuer, kein Taschengeld? Nee, das war einfach irgendwas mit den Händen machen. Das war, ich habe auch mal gezeichnet, also irgendwie was herstellen war immer schon irgendwie so mit okay. drin. Okay, na das ist doch schön. Hast du ja auch gefunden. Also ja, kann man sagen, war dein Kindheitstraum. Ja, kann man wirklich so sagen. Ja, ja. Ja. Berufswunsch. Berufswunsch. Genau. Traumberuf. Ja. Okay, das ist doch schön. Das ist ganz selten heutzutage. Ja. Und was hast du da jetzt für Abschlüsse machen müssen, dass du jetzt bei dem Stand bist, den du jetzt hast? Genau. Erstmal eine dreijährige Ausbildung. Mhm. Die schließt dann mit der Gesellenprüfung ab. Mhm. Dann musste ich nochmal Gesellenzeit machen, um für die Meisterprüfung zugelassen zu werden. Okay. Dann habe ich eben 3 Jahre diese Gesellenzeit gemacht. Da arbeitet man ganz normal im Beruf. Und dann bin ich auf eine Meisterschule und habe dort 3 Jahre dann, also Meisterprüfung und danach noch Schnittdirektrice. Und wie lange dauert das mit diesem Schnitt? Das war ein Jahr dann noch. Dann ein Jahr. Also 2 Jahre dann bis zur Meisterprüfung, also 3 Lehrjahre, 3 Gesellenjahre und dann nochmal 3 Jahre bis zur Meisterprüfung. Also 9 Jahre? Mhm. Heutzutage kann man das ja alles auch verkürzen. Das ist nicht mehr so streng, wie das früher war. Ja, das hat es mal erzählt, dass das jetzt alles nicht mehr so streng ist. Genau. Aber hast du es aber auf jeden Fall nicht bereut, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis du wirklich... Nein, ich wollte das auch fundiert machen, weil schnell durch ist ja auch nichts. Man muss es ja dann nachher auch anwenden können. Das war mir dann schon wichtig, es von der Pike auf zu lernen. Man fängt in der Ausbildung wirklich mit Handarbeiten an. Knöpfe annehmen, säumen. Also das ganz, sind so, ganz so wirklich, dass man auch ein Gespür für die Stoffe bekommt und so. Ja. So geht das so langsam weiter. Okay, das ist ich habe zum Beispiel auch aus meiner Ausbildungszeit mussten wir ein Buch führen und jede Woche Zeichnungen, was wir da so gemacht haben. Zum Beispiel Manschetten am Ärmel oder Paspelknopflöcher. Dass man einfach auch so ein Anhaltspunkt hat, wenn man nachher dran arbeitet, dass man auch wieder weiß, oh, wie wird das denn gemacht? Hm? Ja, ja, man vergisst es ja auch. Genau, das war dann in der Berufsbildung. Das ist mir ja in der Schule, dass ich dann manchmal wieder vergessen habe, ja. wie war das nochmal? Wie muss man nochmal fragen? Wenden. Ja. Ja, das stimmt. Da sehe ich auch schöne Bilder. Ja, das sind welche von der Meisterprüfung. Da hängt nun auch mein Modell. Ja. Also dieses hier. Und das hier. Das war erstmal das Kleid und dann der Mantel dazu. Schön aus, ja. Aber stimmt, das habe ich ja schon gesehen. Auf der Schneider. Ja. Und dafür musste man dann auch eine Mappe einreichen, wie man das dann letztendlich haben möchte. Weil das ein Muster war, habe ich das nur angezeichnet, sonst wäre das so
zu voll, weil man die Nähte auch sehen musste. Also es gab bei der Meisterprüfung dann gewisse Punkte, die einfach in den Modellen mit drin sein müssen. Mhm. Taschen, Knopflöcher oder was auch immer. Ja, weißt du, ob das jetzt immer noch so ist? Also so die Vorschrift jetzt genauso von der Mappe oder ist das alles jetzt einfacher? Oder weißt Wie gesagt, es hat sich vieles geändert, von daher weiß ich das leider nicht so genau. Mhm. Also für die, die dann mal was machen möchten, ja, müssen sich dann wieder neu abholen. Ja, das ist nun mal halt auch schon länger her. Ja, aber kann weiß ja sein, dass das die Richtlinien so noch gleich streng sind. Mhm. Ja. Aber es sieht schön aus. Mhm. Danke. Kann man das sehen. Ja gut, ich habe ja dann auch schon, wie gesagt, gesehen, da ist der Mantel. Ja, das ist mein Kurzmantel. Ja, das ist der Mantel, Leute. Mit dem hast du dann die Meisterprüfung. Genau. Ja. Es gibt mehrere Punkte, die man bei der Meisterprüfung dann machen muss. Ein Nesselmodell, das ist einfach ein Baumwollstoff, der auf die Figur drauf geschneidert werden muss. Und dann so eine praktische Übung. Und dann den Theorieteil auch noch dazu. Ja, sieht ja auch alles sehr aufwendig aus. Mhm. Ich würde jetzt auch lügen, ich habe auch schon mal gesagt, dass ich selber nähe. Aber ja. Wie fängst du denn jetzt so sozusagen an, dass ein Modell entsteht? Ja. Also die Kundin kommt zu mir. Und ich messe sie aus und wir besprechen das Modell, was sie haben möchte. Und dann kommen wir zur Stoffauswahl. Und einige werden bestellt oder wir gehen zusammen los und suchen uns was aus. Zum Beispiel haben wir hier Brautkleider. Die wurden dann hier ausgewählt von den Stoffen. Dann habe ich so Mustermappen mit den ganzen Farbtönen, die es da so gibt. Immer wie beim Friseur, ne? Beim ja, Friseur so ähnlich. Auch so eigentlich schon. Und da kann die Kundin dann die Farbe aussuchen. Das ist jetzt eine Dupionseide für festliche Kleider. Mhm. Schön bunt. Mhm. Alles vorhanden eigentlich, was schön man so bunt braucht. Ja. Ja. Aber ich finde es schön, dass du auch mit den Kunden losgehst, sozusagen. Ja, stellenweise schon. Zumindest suchen wir es zusammen aus. Einige bringen auch ihre Stoffe mit, wenn sie jetzt wirklich was Besonderes haben, was sie gerne haben möchten. Ja. Das natürlich auch. Wenn sie schon so einen Wunschstoff haben und sagen, liebe Ruth, das hätte ich gerne. Genau, aus genau. Dem Stoff. Auch eine Kundin hier, die wollte ein Sissi-Kleid, das wirklich historisch auch schön sein sollte. Und die hat diesen Entwurf dazu gemacht. Das ist ihre Zeichnung. Ach, die hat sie? Genau, die hat sie selber gemacht. Aha. Und danach habe ich dann das Kleid gefertigt. Ja. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. War das bis jetzt dein Lieblings? Ich hab jahrelang im Theater gearbeitet, in der Kostümabteilung. Und daher hatte ich auch Erfahrung mit historischen Kostümen. Was man hier auch sieht, das ist Maria Stuart. Das mittlere habe ich genäht aus Samt. Das war sehr aufwendig. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden das war. Und sieht aber auch sehr aufwendig aus. Das du hast jetzt viel das in der Mitte Arbeit, gemacht. Das rote. Mhm. Und wer hat jetzt links und rechts gemacht? Ah, Kollegin von mir aus der Damenschneiderei dort am Theater. Ja. Auch schön. Mhm. Oh, das Helle finde ich auch schön. Ja. Das war dann ein leichterer Stoff, ähnlich wie diese Seide hier. Mhm. Und der rote war jetzt so Baumwolle? Das war richtig schwerer Samt. Also das Kleid war, ich weiß nicht, bestimmt 7-10 Kilo kam schwer. Also das war ein richtiger Brocken. Ja. 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 Okay, dann sind wir bei der Stoffauswahl und dann machst du Schnittmuster. Ja, ab. Also ich messe erst die Kundin aus, stelle den Schnitt auf und dann wird zugeschnitten. Mhm. Und das Ganze dann zur ersten Anprobe gerichtet, dann kommt die Kundin und wir stecken ab, was noch zu weit ist, was weiter muss und wie auch immer. Ja. Und so entsteht das Modell langsam. Auch immer schön, man hat so sieht, zwei bis drei Anproben hat man bis zur Fertigstellung und dann kann die Kundin ihr Modell mit nach Hause nehmen. Und dann ist auch wirklich glücklich. Ja, meistens. Ja, aber wie gesagt, hattest du ein Lieblingsmodell, was du schon mal gerne gemacht hast, außer jetzt natürlich deine Meisterarbeit? Ja, für mich selber natürlich. Ich habe mir, wie gesagt, schon ziemlich viel selber genäht und da hatte ich einen Mantel, der mir besonders gut gefallen hat. Das war ja, den mochte ich richtig gerne. Das sieht man am Gesichtsausdruck. Ja. Na, ist doch schön. Ja. Ja. Okay. Ja, denn wie lange dauert ungefähr, wenn du jetzt so eine normale Jacke anfertigst oder einen normalen Mantel? Wie lange kann man immer ungefähr damit rechnen? Man kann es nicht so genau sagen, weil stellenweise kommt noch was dazwischen oder die Taschen werden anders gelegt oder was auch immer. Also, so Mantel mindestens 20 bis 25 Stunden. Mhm.
so normaler ja. Schnitte. Ja. Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich. Mhm. Und auch wie aufwendig. Brautkleider können oft auch wesentlich länger sein. Es gibt aber auch schlichte, die auch schnell fertig sind. Also das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich eins habe, dann wird... Ja. Glitzer und Funkel und Spitzen und alles mit rein am besten. Ja, aber es ist schon abwechslungsreich, wie deine Wand aussieht. Ja. Von jedem etwas bei. Mhm. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Was ist denn bei dir jetzt als nächstes so alles an? Im Moment bin ich in der Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt. Da nähe ich ganz fleißig Kleinigkeiten, alles Mögliche. Von Kuscheltieren über Schlüsselanhänger und zum Beispiel auch so ein Teelicht, das mit Stoff bezogen wird. Mm, das hier meinst du? Genau, darf genau. Das gerne. Okay. Doch, das ist ganz schön. Wie stabil ist das mit dem Stoff zusammen? Ja, das ist super stabil, weil das Glas hier dazwischen ist, da kommt dann einfach nur das Teelicht hinein. Ne? Ja, ich merke auch, da ist auch gar kein Kleber dran. Nein, das ist alles nur genäht. Ja. Und das ist auch aus Seide gefertigt. Dieses, aus diesem Muster. Da kommen wir wieder zu der Mappe. Genau, da kommen wir wieder zu der Mappe. Das ist daraus. Ja. Ja. Genau. Okay. Wie lange brauchst du ungefähr für so ein Teelicht? Das ist jetzt nicht so aufwendig. Das ist vielleicht eine halbe Stunde. Ja, vielleicht sogar noch weniger. Viertelstunde. Fertig. Du bist ja auch schon ein Profi. Ja, und ich wenn man mehrere Sachen macht, dann geht es auch schneller. Ja. Mhm. Wann ist der Weihnachtsmarkt jetzt? In 2 Wochen. Hast du ein oder 2 vor dir? 2 habe ich. Also es ist jetzt erst vor dem 1. Advent und dann am 2. Advent nochmal. Ach, so zeitlich dann eigentlich was? Ja, schön. Das ist ganz gut. Ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, bist du schon... bestens vorbereitet. Ja, ich habe schon einiges gearbeitet. Da drüben sieht man schon Sachen und in diesen Kisten ist auch schon einiges verstaut. Ja. Was ja, hier so eine Taschen. Säckchen. Genau. Nikolausstiefel. Mhm. Ja. Super. Ja, vor allem auch so Kleinigkeiten wie Tannenbäume oder Sterne. So ist es auch immer ganz. Oder dann Kuscheltiere. Auch so ein bisschen größer. Oh, das ist ganz weich. Mhm. Das sieht plüschig aus. Ja. Und Schlüsselanhänger, das ist auch immer ganz schön. Ja, Schlüsselanhänger sieht man aber auch immer wieder überall. Mhm, das stimmt. Ich habe auch so viele zu Hause. Kann man alle eigentlich gar nicht in den gleichen Bund machen. Ja. Ja. Naja, ist doch dann auch ganz schön. Mhm. Ja, möchtest du da noch irgendwas sagen? Ist noch was auf dem Herzen oder? Also die Kontaktdaten werde ich natürlich wieder in den Kommentaren schreiben, wo die Leute dich dann halt finden. Genau. Ich möchte dir erstmal danken, dass du hergekommen bist. Ich komme doch gerne. Schön. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei mir mal reinzuschauen. Ja. Alles klar, dann war es das erstmal wieder von uns. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, einfach wieder in die Kommentare schreiben. Und wenn wir es beantworten können, kommen wir natürlich darauf zurück. Alles klar. Tschüss.